Der größte Vorteil für mich hier zu arbeiten ist die Koordination von Familie und Beruf. Es gibt keinen anderen Job, der es mir ermöglicht, Vollzeit zu arbeiten und trotzdem für meine Familie da zu sein. Ja, hallo, mein Name ist Annika. Ich bin Teamleiter hier im Offload im Terminal 2 und übe diese Position seit 2020 aus. Im Unternehmen angefangen habe ich im Jahr 2017. Wir befinden uns jetzt auf dem Außendeck vom Offload 19. Das ist der Bereich, wo die Container angeliefert werden und dann von meinen Mitarbeitern zur weiteren Bearbeitung in die entsprechenden Stands geschoben werden zum Ausladen. Wir gehen jetzt rein in die Sortierhalle und dann erzähle ich euch mehr über meinen Job. Ja, die Sortierhallen, das ist der wichtigste Umschlagplatz für die Pakete. Hier wird auf beiden Seiten, das heißt beim Entladen und beim Beladen, alles möglich gemacht, damit wir unser Expressversprechen einhalten können. Ich bin Mama von 4 wundervollen Kindern und ich habe 2017 nach einem Job gesucht, der es mir ermöglicht, mich gleichzeitig nachmittags um meine Kinder zu kümmern, als auch zu arbeiten. Da kam der Aufruf von DHL genau richtig und ich habe mich hier als Ops Agent 1 in der Paketsortierung beworben. Ich war ein Jahr als Ops Agent 1 tätig, ein Jahr als Ops Agent 2. Danach folgte schon der Lieutenant, das ist die rechte Hand vom Supervisor. Und seit 2020 bin ich hier als Teamleiter tätig. Also für mich gibt es im Prinzip zwei Hauptaufgaben. Die erste Hauptaufgabe ist das Team. Das heißt, ich bin für mein Team da, ich bearbeite deren Anträge. Ich sorge dafür, dass das Team bestmöglich koordiniert ist oder auch die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter. Die zweite Aufgabe ist es, die Abläufe in der Sortierhalle während der Nacht bestmöglich zu koordinieren. Mein Team besteht derzeit aus ca. 30 Mitarbeitern. Es handelt sich um festangestellte Mitarbeiter und am Wochenende kommen noch viele Studenten dazu, die uns unterstützen. Die meisten meiner Mitarbeiter, die kenne ich vom ersten Tag an. Wir standen hier zusammen im Offload und haben die Nächte gerockt. Ich habe ein Team, in dem Toleranz und Respekt sehr groß geschrieben wird. Und eigentlich ist es wie in einer Familie. Wir befinden uns jetzt in der Sortierhalle. Hier kommen die Container an und werden bei uns unterschieden in Koi und Enzibai. Koi bedeutet, das sind die wandfähigen Pakete. Und im Enzibai wird alles entladen, wofür man einen Gabelstapler braucht. Wenn die Fracht ausgeladen ist, geht ein Teil davon über das Sortiersystem, den Lachs. Und alles, was zu schwer ist für den Lachs oder zu unförmig, wird vom Schlepperpool in entsprechende Reload gefahren und dort weiter verladen. Im Schnitt laden wir hier im Offload 19 zwischen 110 und 120 Container pro Nacht aus, mit einem Durchschnitt von 150 Tonnen pro Nacht. War der Start bei DHL ein bezahltes Fitnessstudio. Also es ist wirklich harte körperliche Arbeit, die Respekt verdient, aber es ist auch als Frau zu schaffen. Wenn man in die DHL-Welt eintaucht als neuer Mitarbeiter, bietet DHL eine Einarbeitung an. Das heißt, man lernt das Offload und das Reload in erster Linie kennen und kann sich nach dem Einstieg als Ops Agent 1 in alle Richtungen weiterentwickeln. Sei es durch die Finanzierung eines Staplerscheins oder durch das Schnuppern in andere Abteilungen, wo man dann den für sich bestmöglichen Job finden kann. Hier kann jeder Teamleiter werden. Man sollte sich aber bewusst sein, dass es ein hohes Maß an Empathie und Kommunikationsvermögen voraussetzt. Bewirb dich jetzt auf anpacken-dhl.de und werde Teil des Teams.